Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ich habe Glück gehabt, dass ich jetzt die Aufnahme gestartet habe, denn wir haben 6:30 Uhr morgens, was ich natürlich im Voraus nicht wusste. Ich habe einige Sachen dabei, allerdings habe ich auch einige Quests, die ich noch machen muss. Wir brauchen noch 5-mal Kernholz, 5 Pflanzenfaser und einen Feuerstein. Moment. Ach so, Kernholzbretter? Moment. Steht nur 5 Kernholz. Kernholz, Pflanzenfaser und einen Feuerstein. Ein Feuerstein, den haben wir schon mal. Kernholzbretter, Kernholz. Das heißt, 5-mal Kernholz an sich brauchen wir noch. Und. Bin so doof, ich vergesse mal alles. 5-mal Pflanzenfasern, genau. Die müsste ich auch noch hier drin haben. Das sind doch die. Ja, genau. So, die nehmen wir dann auch direkt mit, damit wir das nämlich auch machen können. Und wir können den Kuchen fallen lassen. Aber wir schauen mal eben im Briefkasten. Ach du Schande, was es alles Neues gibt. Stop in to learn how to cook up your. How to up your cooking game. Was ist denn das für ein Satz? Okay, also bei ihm nochmal vorbeischauen. Ah, und von Ziki haben wir mal die dritte Münze erhalten. Sehr schön. Einer hat offenbar auch noch irgendwas für uns. Tisch hat auch was für uns. Also, wie gesagt, das ganze Englische lese ich mir jetzt nicht alles durch. Das ist mir ein bisschen zu. Stop by and see what it is. Ich hoffe, next receipt. Ich hoffe inständig, das ist das, was ich denke. Oh, ich habe sogar noch eine Münze von ihm bekommen. Was geht denn jetzt ab? Zeki, was ist mit dir los heute, alter Schwede? Wieso kann ich das hier nicht als gelesen markieren? So, den, zack, gelesen. Habe ich jetzt dreimal gemacht. Hat aber nur einmal angenommen. Naja, gut. Ich werde mich jetzt nicht um meine Ernte kümmern. Oder werde ich das tun? Ja, mit 10.000. Ich würde sagen, wir haben nicht so viel Zeit in dieser Folge. Ich habe auch gar kein Barfoot mehr, ne? Ja, aber ich habe auch nichts, womit ich Barfoot machen kann. Das ist das Problem. Übrigens, wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, die Arme hört sich so an, als ob sie erkältet wäre. Ja, das bin ich tatsächlich. Deswegen entschuldigt bitte, wenn ich mich hin und wieder mal des Öfteren räuspern muss oder sonst irgendetwas. Mich hat es leider jetzt auch erwischt von den 3 oder 4 Tagen, wo es endlich mal schön warmes Wetter war mit 30 Grad und dann wieder der Umschwung, naja, halt zurück, ne? Gibt es etwas, das du benötigst? Oh, meine Beziehung zu ihr hat sich verändert. Ein anerkannter Gelehrter wie ich würde normalerweise keine Schüler aufnehmen, aber ich beschloss für Ashes Tochter eine eine Ausnahme zu machen. Das ist sehr schön. Aber es hat sich nur. Ah ja, doch, wir haben sogar noch eine Quest. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich schäme, Gameplayerin. Ich habe zugelassen, dass mir 3 kostbare Bände entglitten sind. Bist du sicher, dass du eine Bibliothek leiten solltest? Oh nein, was ist passiert? Irgendwas Englisches. Ich habe den Fehler gemacht, die Bände auszuleihen an Kenyatta, Gina und Auni. Und jetzt sind sie überfällig. Wenn sie nicht bald zurückgegeben werden, muss ich meinen Weg als Bibliothekarin aufgeben, zum Wohle der Gemeinschaft. Ja, du würdest von uns allen sehr vermisst werden. Klammern nicht. Nein, so gemein wollen wir jetzt nicht sein. Zu Tisch muss ich auch noch eben. Die ist aber noch gar nicht da. Die sind noch am Schlafen oder was? Keine Ahnung. Die ist wahrscheinlich noch auf dem Weg nach hier. Auni! Was läuft? Kann ich dir irgendwie helfen? Oh, wow, du willst mir helfen? Ich wusste doch, dass dich Hassian total falsch einschätzt. Ich habe noch einiges zu tun, aber ich bin so hungrig, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Könntest du mir irgendwas Süßes bringen? Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Süßigkeiten mag. Es geht nur darum, dass ich mehr Energie bekomme. Versprochen. Okay. Hast du ein Buch aus der Bücherei, das überfällig ist? Aber sicher doch. Die Abenteuer des Jain Ratagan. Das ist bisher eines meiner Lieblingsbücher. Ich habe es noch nicht zurückgegeben, weil ich so viel zu tun hatte, dass ich keine Zeit dafür hatte. Ich könnte dir das Buch geben, wenn du mir hilfst, Knoblauch für meine Mutter zu finden. Ich verspreche, die Zeit zu nutzen, um das Buch endlich zu beenden. Hier. Wieso? Ich habe doch gar keinen Knoblauch dabei. Hä?
Meine Mama lässt mich immer nur eine Portion Nachtisch essen. Du bist fantastisch. Hier, nimm das. Ich dachte, wenn ich lange genug warte, gibt er mir vielleicht etwas von seinem Honig ab. Wusstest du, dass in manchen Austern Perlen verborgen sind? Ja, die gibt es. Und zwar in allen möglichen Farben. Ich bin auf der Suche nach einer, die pink ist, für meine Mama. Okay. Ich habe jetzt gerade ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Nein, der hat nicht den Kuchen, den ich fallen lassen muss, abge... Oh, ich hasse dieses Spiel. Da steht dann nur hier. Keiner hat eine Ahnung, was der jetzt eigentlich bekommt. Oh, nein. Da muss ich nochmal eine Anfrage stellen, weil ich kann das nicht selber machen. Ach, was mache ich denn hier für ein Quatsch? Oh, ich krieg die Krise, ich krieg die Krise. Moment, kochen ist das? Eigentlich ist es ja backen, aber... Oh, jetzt kann ich das nicht mehr anfragen. Wollt ihr mich verarschen? Ist das euer Ernst? Das ist alles vom Angeln? Und hier... Nein. Nein. Ich kann es tatsächlich nicht mehr anfragen. Moment, oder? Nee, das ist Apfelkuchen. Blaubeerkuchen. Ich muss leider noch mal eine Anfrage schicken. Ich werde wahnsinnig. Ich habe mich so gefreut, dass einer so lieb war und mir geholfen hat. Und jetzt sowas. So. Glückskiste, Glückskiste. Haben wir noch eine? Nee, wir hatten nur zwei, ne? Du sollst die öffnen und nicht... Hä? Die wegwerfen. Öffne sie, um mal rauszufinden. Ja, würde ich ja gerne. Ach so, da muss ich das mit Rechtsklick machen. Moment. Gelbes Knisterfeuerwerk, das braucht sowieso keine Sau. Geschlossene Auster. Ah, geschlossene Auster, das ist was, ja, wo wir gerade drüber gesprochen haben, was man auf jeden Fall gut nutzen kann. Ah, leider keine grüne Perle dabei, aber damit können wir was anfangen. Moment, dann müssen wir hier rein. Dass die Luft mit Knallern erfüllen. Ja, wir können das einmal ausprobieren. Moment, erstmal verkaufen wir jetzt die Perle. Die Sachen brauchen wir alle. Dann verkaufen wir das Austernfleisch. Wenn ich das jetzt verkaufe, verkauft er wahrscheinlich alles davon, ne? Dann probieren wir das erstmal aus. Mich würde mal interessieren, wie das aussieht. Und... Kann ich gar nicht benutzen. Okay. Das ist seltsam. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay. Dann gehen wir auf jeden Fall erstmal zu Badru hieß er, glaube ich. Ich habe die Namen immer noch nicht richtig drauf. Bitte verzeiht mir. So in etwa habe ich die Namen, aber ich weiß nicht, ob er jetzt Badru heißt oder Badru heißt. Das hört sich ja auch alles so ähnlich an. Und bitte, bitte sag mir, dass du das Rezept für mich hast, was ich schon die ganze Zeit haben möchte. Nice of you to turn up. Du hast einen grünen Daumen für die Gartenarbeit. Und ich weiß es, denn meiner ist buchstäblich grün geworden. Trotz Handschuhe. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du als nächstes aushecken wirst. Ich meine, anbauen. Kochen ist eher Refs Ding. Okay, Quality Up hatte... Einmachglas. Ist das das? Mit einem Einmachglas können Sie Gemüse einlegen und zu Obst oder Marmelade. Ja, das ist das, glaube ich. Also, mir wurde von Fässern berichtet, mit denen man Kartoffeln verarbeiten kann. Und ich hoffe tatsächlich nur Kartoffeln. Der hat aber auch nicht den Dünger. Da habe ich, glaube ich, schon mal nachgeguckt, ne? Diesen Wasserdünger. Wo war das jetzt? Ich versuche mal, ob das das ist. Wenn nicht, dann habe ich halt was falsch gemacht. Und habe das Falsche gekauft. Man kann das... Ach nee, Quatsch. Das ist ja nur der Plan. Ja, ja, klar. Aber was ist hier mit? Moment. Dünger, der die Pflanzenqualität verbessert. Man braucht eine Wanze, ein rotes Fleisch und eine Sonnentropflilie. Würde ich nicht machen, weil mir das zu teuer ist von der Herstellung her. Aber mich würde mal interessieren, wie man den dann eigentlich herstellt. Weil ich glaube nicht, dass man den dann in dem... Ja, in dieser Wurmkiste oder sowas herstellt. Das muss man ja irgendwie anders machen, nehme ich mal an. Also wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie man das dann herstellt.
Ansonsten würde ich sagen, sehe ich jetzt noch nicht die, ja, Dringlichkeit, dass ich das holen muss. Warum weinen Bärenbabys so oft? Weil ihre Eltern ständig sauer sind. Da können die armen Eltern doch auch nichts für, wenn die sauer Thanks for sind, wenn die stopping Kleinen by. was anstellen. Gut, wir haben zu Kenyatta muss ich sowieso, ja, die Sache mit dem Kuchen hat wunderbar funktioniert, nämlich gar nicht, weil der jetzt weg ist und ich noch keinen neuen bekommen habe. Super. Die Materialien müssen wir noch zu Sifu bringen. Die ist jetzt aber ganz woanders. Die ist gar nicht bei sich zu Hause. Wo ist denn die? Sifu. Mein Täubchen, wo bist du? Hat er auch noch eine Quest? Der wird mir nicht angezeigt, ne? Ja, dann hat er auch keine Quest, okay. Ich glaube, da muss ich bei ihm jetzt auch gerade nicht wirklich was machen. Die ist. Ach, die ist doch zu Hause in der Schmiede, ne? Also nicht zu Hause, sondern in der Schmiede halt. So wie das aussieht. Ah, sieht gut aus. Oder auch nicht. Ich glaube, die kommt gerade zur Schmiede. Hallo, Sifu? Die steht hier. Wer von euch hält die hier Good to auf? see you. Kann ich irgendwie behilflich sein? Hier sind die Materialien für das Schwert. Ah, danke. Vielleicht hört er jetzt wenigstens mal vorübergehend auf, mich um ein echtes Schwert anzubetteln. Wie man hört, hast du dich in den Tugenden bewiesen. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß noch, dass das keine leichte Aufgabe war. Aber wenn jemand weiß, dass man es schaffen kann, dann bin ich das. Stay safe out there. Ja, okay. Was ist denn jetzt mit Auni? Ich denke, mit ihm haben wir das abgeschlossen. Nochmal eben, können wir da noch irgendwas Neues machen oder was? Hätten wir da eben nochmal mitreden können? Ich glaube nicht, oder? Hiya. Brichst du gerade zu einem. Ach so, sie hat mir bestimmt das Schwert gegeben, oder? Ja. Brichst du gerade zu einem Abenteuer auf? Ich habe dein Schwert dabei. Oh, wow, ein echtes Schwert, wie von einem echten Ritter. Wenn Nayo das sieht, wird er mich ganz sicher zu den Ruinen bringen. Genau. Bye, bye. So, oh, mein Jäger ist auch da. Aber mit dem können wir jetzt nichts großartig reden. You're here, Nur ein so I bisschen may as leveln. well help. Was ist das? Oh. Beim Jagen geht es darum, das Gleichgewicht der Natur zu verstehen und ihre Grenzen zu respektieren. Zu viel oder zu wenig kann verheerende Folgen haben. That was interesting. Ja, das war sehr interessant. Für wen weiß ich noch nicht, aber es war sehr interessant. Ja, wie gesagt, den Kuchen kann ich jetzt nicht mehr fallen lassen, weil dieses dämliche System mir den einfach geklaut hat, ohne mir zu sagen, was es haben will. Everybody, nee, das war das andere. Machen Sie die Macaroons? Kann ich auch nicht, weil ich das nicht kann, weil es halt verbuggt ist oder so. Keine Ahnung. Oh, ich muss die Flyer noch wegbringen. Genau. Kernholz. Überfällige Bücher. Und der braucht drei Knoblauch. Und wieso? Ich habe mir extra. Ach so, zurück zu. Ah, ja. Zurück zu Kenyatta. Ja. Okay. Denkfehler. Denkfehler, Denkfehler. Komm her. You haven't seen my mom around, right? Warum vergeht die Zeit heute bloß so langsam? Ich habe die Samen mitgebracht. Cool. Ich muss sie also nur in den Dreck stecken und warten. Das klingt doch gar nicht so schwer. Good. Ich werde dich wissen lassen, wie es läuft. Danke, Gameplayerin. Damit dürften die Kosten gedeckt sein. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Bezahlung für ein paar Samen, da hast du recht. Hast du ein Buch aus der Bücherei, das überfällig ist? Ja, ich habe mir vor ein paar Wochen die Geschichte der Pflanzen ausgeliehen. Das ist wohl mittlerweile überfällig. Ich habe es Nayo ausgeliehen, damit er was zu lesen hat, wenn er den ganzen Tag im Stall rumsitzt. Na super. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Jedes Mal, wenn du auftauchst und mich von der Arbeit ablenkst, macht das meine Mutter nervös. Fine. Warum? Bye.
So, ich habe... Nein, 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 nein. Ich will das, wo ich drauf gezeigt habe. So, neues Zimmer müssen wir uns auch holen, aber dafür muss ich noch ein bisschen sparen. Wobei, den Kamin würde ich eigentlich schon gerne mal holen, aber... Ah, Gott. Ich nehme auf jeden Fall jetzt erstmal die Herstellungslizenz, weil ich habe gehört, die brauche ich für das Fach. Das Fass. ich weiß jetzt nur nicht, wie teuer das Fass ist. Deswegen spare ich mir mal das Restgeld. Und dann schaue ich mal. Wo ist unser Koch? Der ist gerade bei der Arbeit. Dann schauen wir da noch mal kurz vorbei. Damit wir das hier alles regeln können. Gute Arbeit beim Kochen. Hm? Ich meine, gut gemacht, wie du warst gut, nicht du hast es geschafft. Wie auch immer, suchst du nach einem neuen Rezept? Das kommt drauf an. Benötigt ein Bratöl und ein Ei. Das ist was, was ich, wo ich überhaupt gar nicht weiß, wo ich das herkriege. Außer es natürlich zu kaufen, das schon. Andererseits, man muss ja alles einmal gemacht haben, ne? Einmal gebacken haben und so. Dann nehme ich das doch mal lieber mit. Dann habe ich zumindest das Rezept schon mal da und brauche das nicht zu suchen. Normalerweise bringe ich nach der Arbeit das Abendessen für Tisch und Jell vorbei. Das ist im Grunde die einzige Zeit, in der ich sie zu sehen bekomme. Sorry, can't stay in chat. So, dann. Wie weit sind die denn entfernt? 300 Meter? Obwohl, ja, Moment, zu Tisch müssen wir auch noch. Die ist jetzt mittlerweile bei sich auf der Arbeit. Also sprich im Möbelladen. Wir stünden jetzt hier so rum. Hallo, geht's noch? Hi Tisch. Ich glaube, du bist soweit. Hast du schon mal von einer Glockenblume gehört? Elegant, zerbrechlich und super schick. Ich habe dieses nächste Möbelstück nach ihrem Vorbild entworfen. Und nur eine sorgfältige Hand wie die ihre kann es herstellen. Welches? Hallo? Ich sehe keins. Wieso kann man nicht die neuesten einfach nach oben machen? Was ist das denn hier alles? Ich will aber nicht mein ganzes Bett. Mondsüchtiges Bett? Was ist das denn? Oh, ihr wollt mich doch. Nee. Da gebe ich aber keine Flow-Infused-Sachen. Ach du Scheiße. Dafür braucht man die noch nicht. Ach du Schande. Wo soll ich denn so viel überhaupt von diesem Holz herkriegen? Gerade jetzt, wo sie das noch weniger gemacht haben, alles. Ich glaube, die haben sie nicht mehr alle. Also nee, das sehe ich auch gar nicht ein. Weil das ist so extrem negativ mittlerweile ins Farming übergegangen. Also das ganze Spiel. Das sehe ich echt nicht ein. Das Einzige, was ich machen könnte, die ersten drei hiervon zu holen. Aber dann bräuchte ich halt immer noch Eisenbarren, ne? Ja gut, Glasscherben und so, das ist alles nicht Kernholz und so, ist alles nicht das Problem. Ja, sind 900. Ich kaufe mal die Pläne, weil die kann ich machen. Aber ich werde garantiert nichts herstellen mit dem pinken Holz. Also die haben sie doch nicht mehr alle. Na, wenn das mal nicht meine Lieblingskundschaft ist. Ich habe heute ein paar Dinge reinbekommen, die dir möglicherweise gefallen könnten. Tata! Ja, ja, genau. Ach, guck mal, das kann ich doch selber herstellen hier. Was ich mich immer frage, wenn ich jetzt was kaufe, kann ich dann die Sachen auch herstellen? Also, dass ich dann automatisch den Entwurf dazu bekomme? Wenn ich das hier zum Beispiel kaufen würde, weil das kann ich, glaube ich, nicht herstellen, würde ich dann auch den, oder würde ich dadurch nur den Entwurf kaufen und nicht das Teil, was hier steht? Aber ich gehe mal davon aus, dass ich das Teil selber kaufe. Dann wäre natürlich die nächste Frage, kann man den Entwurf hier kaufen? Wahrscheinlich eher nicht. Nee, hier kannst du auch nur die Tapeten. Genau, das war die Sache. So, und wir müssen immer noch 25.000 für das Lager sparen. Ich gebe zu, mit Sparen habe ich es gerade nicht so, weil ich sehr viele Sachen irgendwie noch abgearbeitet habe und so. Und dafür brauchte ich alles Geld. Und dann habe ich hier einen Plan geholt und da was geholt. Hodari, du alter Sack. Nein, ich habe es nicht vergessen, dass du mich abgewiesen hast. Du hast dir in letzter Zeit einen Namen gemacht. Jedes Mal, wenn ich in die Stadt komme, singt jemand ein Loblied auf dich. Ja, ja, danke, danke. Auni, was willst du hier? Ich hatte gerade so eine schöne Zweisamkeit mit Hodari. Was war das? Das hat sich angehört, als ob ich Geld bekommen habe, aber ich kann hier kein Geld kriegen. Man, I'm working up a sweat. Hör zu.
Ich verstehe, was du mit dem Holzschwert für Auni bezweckt hast. Es war wirklich süß und so, aber meine Eltern sagten mir, ich solle seine Entdeckerfantasien nicht noch verstärken. Er nähert sich dem Punkt, an dem er sich für seinen Weg entscheiden muss, und sie wollen nicht, dass ihn unrealistische Träume aufhalten. Hast du ein Buch aus der Bücherei, das überfällig ist? Du meinst die Geschichte der Pflanzen? Ja, Kenyetta hat sie mir geliehen. Ich glaube, ich habe es hier. Ja, dann rück mal raus, Junge, ne? Kenyetta erwähnte, dass sie Hassian und Auni beim Kartenspielen im Gasthaus gesehen hat. Ich hoffe, seine Unhöflichkeit färbt nicht auf Auni ab. Ja, unhöflich. Schon irgendwie, ne? Warte mal, das ist doch Tisch. Wieso kann ich jetzt nochmal mit ihr sprechen? Da schauen wir dann direkt nochmal nach. Warten Sie ab, wie es mit Kenyettas Gartenarbeit läuft. Ja gut, da kann ich jetzt erstmal nichts machen. Aber wo sind die anderen zwei, die anderen zwei Bücher? Hi. Okay, also sag es Jell nicht, aber ich arbeite gerade an einem speziellen Set von Möbeln, die ihm gefallen werden. Ich nenne es mondsüchtig. Das wird dir nicht gefallen, weil das so teuer ist. Es scheint, als würde er Möbel so nennen. Da du so eine Expertin bist, werde ich dir eine Vorschau auf die Rezepte geben. Oh, ich hoffe, sie gefallen dir. Das sind doch die, die ich eben gesehen habe, oder nicht? Oder hat sie da jetzt nochmal neue drin? Das sind alles nur die, die wir eben gesehen haben. Ja, da sind keine neuen bei. Nice chatting with you. Ja. Keine Ahnung, was das jetzt sollte, aber okay. Moment, wo sind die beiden jetzt hier? Die sind irgendwo auf der Seite. Weil, da müssen wir jetzt... Die kommen jetzt wieder von der anderen Seite, oder? Es war so klar, oder? Ich glaube, die sind oben auf dem Weg. Aber ganz weit oben. Nicht da, wo ich gedacht... Doch, Moment, da hinten. Nicht ganz da, wo ich gedacht habe. Jetzt war da Kupfer, scheiße. Ich muss doch das Kupfer einsammeln. Just the person I was hoping to see. Tut mir leid, wenn ich dich anstarre. Das ist nur Teil meines Forschungsprozesses. Hast du ein Buch aus der Bücherei, das überfällig ist? Oh ja, ich habe mir ein Buch über die Naturgeschichte des Kilimartals ausgeliehen. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich es schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich muss es irgendwo beim Phönixschrein vergessen haben. Na toll. Könntest du es für mich suchen? Ich war so sehr damit beschäftigt, die versteinerten Fließproben zu kategorisieren, dass ich keine Zeit hatte, sie zurückzugeben. Manchmal ist es besser, dass Hekla es als ihre Einzigkeit betrachtet, sich um mich zu kümmern. Sie wurde geschaffen, um sich um Menschenkinder zu kümmern. Sie hat mich gesehen und da sind wohl irgendwelche Schaltkreise durcheinander geraten und so. Also, ich denke mal, dass wir jetzt mittlerweile tatsächlich alles schon gehört haben, was die so sagen. Wo ist sie denn jetzt hin? Hä? Die geht aber den Weg jetzt entlang. Da muss, ja, hier vorne. Deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass wir diese Chats gar nicht mehr vorlesen. Gar nicht mehr durchlesen, weil es ist immer das Gleiche. Deswegen, wir machen nur noch die normalen Quests. Und dann haben wir nicht immer alles doppelt und dreifach. Hallo Mensch. Mir ist aufgefallen, dass sich viele Palianer, einschließlich meiner Gina, bei ihrer Arbeit auf dich verlassen. Meiner Erfahrung nach kann man den Menschen nicht trauen. Aber ich muss zugeben, dass ihr Verhalten das Gegenteil bewiesen hat. Jedenfalls in deinem besonderen Fall kann ich dir also vertrauen, dass du mir ein paar Materialien bringst? Klar, ich helfe immer gern. Gut, ich brauche ein Stück Stoff, zwei Knöpfe und eine Kartoffel. Wo soll ich denn Knöpfe herkriegen, hallo? Das hat sie, glaube ich, noch nicht gesagt, oder? Hast du schon den Ort gefunden, an dem ich erweckt wurde? Er ist gleich hinter dem Hügel da drüben. Die Sachen meiner Meisterin befinden sich nicht mehr in der Gegend. Naja, von mir mal abgesehen. Ich denke, ich bin noch immer ihr Eigentum, obwohl sie nicht mehr lebt. Goodbye, human. Okay.
Moment. Stand das jetzt da? Ne, steht hier nicht drin, ne? Eins von den beiden hatte sie ja ausgeliehen. Jetzt bin ich gerade nur am Überlegen. Ich mit meinem Kurzzeitgedächtnis. Wo war jetzt der Phönixschrei? Der. Die, warte mal, war das Phönix? Doch, diese Phönix-Statue, das war doch die ganz am Anfang, oder? Also, wo wir angefangen haben mit dem Spiel, meine ich. Dann werde ich da jetzt erstmal gucken. Den Kuchen kann ich ja, wie gesagt, jetzt nicht mehr fallen lassen, weil dieser blöde Auni den abgezockt hat, ohne dass ich das mitbekommen habe. Was ich immer noch sehr, sehr mies finde. Achso, ich dachte, hier wäre Kupfer drin. Ich habe mich schon gewundert. Aber gut. Wir gehen jetzt erstmal hier oben hin. Da kam ich nicht rüber, oder? Ich muss da... Na, nee. Na, no, da kam ich nicht direkt rüber. Ah, aber hier muss ich rüberkommen. Was haben wir denn hier? Einmal Knoblauch. Sehr schön. Dann muss ich den Knoblauch nochmal vervielfältigen. Dann kann ich den auch, ich weiß gar nicht mehr, wem geben. Wobei, ja, ich hätte, glaube ich, noch Knoblauch da gehabt. Oder ich, ja, je nachdem, wie viel ich davon habe, kann ich das auch nehmen. Ich weiß es nicht so genau. Ich muss nur auf jeden Fall immer ein bisschen was da behalten, damit ich das halt zur Not noch vervielfältigen kann. Oh ja, ich zeig mir keine... Ja, ich will ja nicht gar keine Tutorials haben. Ich will einfach nur... Ist das das Buch? Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das ist zwar überhaupt nicht in der Nähe von der Statue, aber wir haben es gefunden. Und ich dachte gerade schon, ich bin... Ja, ist ja gut. Ich dachte schon, ich bin verkehrt rumgelaufen. Jetzt weiß ich nur gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, was war denn jetzt mit dem anderen? Oh, eins wurde mir doch zurückgegeben. Das war das von dem Bruder, war es, glaube ich, hier von dem einen. Die Abenteuer des Jain Rattan. Sie hat noch eine Quest für mich, oder was? Oder muss ich jetzt zu einer? Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht sicher. Doch, ich glaube, sie hatte was von einer gesagt. Dann gehen wir da erstmal hin. Da müssen wir natürlich auch mal gucken, was jetzt noch das andere ist. Also ob das jetzt nochmal eine neue Quest ist. Das wäre natürlich cool. Ich habe was gesehen, ich habe was gesehen. Juhu. Juhu, hey. Ich glaube, da will noch einer. Dankeschön, Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja. Hey. Auf Wiedersehen. Aber ich muss sowieso in die Richtung. Ja, cool. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Hat da irgendjemand was von reingeschrieben? Ich weiß es nicht. Oh. Ich glaube, das hält einen dann doch auf, wenn man da in dieses Netz reinkommt. Aber vielen, vielen Dank. Ich will mich ja jetzt nicht aufhalten lassen. Aber ein bisschen Kupfer muss ich dann doch mal mitnehmen. Ist das auch Kupfer? Nee, es ist nur Stein, ne? Ja. Nein, 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 ihr dürft nicht alle ins Bett gehen. Eigentlich war das blöd. Eigentlich hätten wir im Nachhinein zu einer gehen müssen. Aber wenn der Letzte ist und er vielleicht hoffentlich das Buch auch direkt da hat, dann könnte man natürlich die Quest damit direkt abschließen, wenn wir die Sachen abgeben. Das wäre für mich dann perfekt. Ich brauche unbedingt mehr von diesen rosa Blumen hier. Welcome. Einer. Du entwickelst dich schnell zu einem Fischer von beachtlicher Größe in einem kleineren Gewässer. Wenn du neue Angelplätze suchen solltest, habe ich vielleicht etwas, das dir bei deinem Vorhaben helfen kann. Ja, die Stimmgabel. Angelstellen aufzuspüren. Aber das ist eins der wenigen Sachen, die ich tatsächlich gar nicht brauche. Das mit dem Vergessen, das hat er auch schon gefragt. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Aber wieso? Ja, aber von wo kriege ich denn jetzt das letzte von der Quest? Boah, ihr wollt mich doch veräppeln. Hä?
Oh, ist doch nicht euer Ernst jetzt. Mit wem muss ich denn jetzt reden wegen der Quest? Und warum steht er da hinten, als würde er in die Ecke pingeln? Das sieht von hier unten tatsächlich lustig aus. Oh, hier ist noch was Kleines. So, wir nehmen natürlich auch die Pflanze noch eben mit. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht so genau. Gott, ich muss mir die Aufnahme, glaube ich, nochmal angucken. Ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt das letzte Buch hatte. Und wo ist die eine jetzt eigentlich hin? Jetzt sag mir nicht, dass die jetzt um diese Uhrzeit schon ins Bett geht. Nee, sie steht anscheinend da. Aber wieso hat sie jetzt das Ausrufezeichen nicht mehr? Doch. Hä? Sie hat noch ein Aus... Ach nee, das war die Eloisa. Ach so. Gameplayerin, schön, dich wiederzusehen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Auni eine Kryptide ist, aber während unserer Prüfung hat er mir erzählt, dass ihr beide zusammen Käferfangen gegangen seid. Ist das wichtig? Aha. Ja, ich habe eine neue Theorie, die so wild ist, dass ich eine Menge Beweise brauche, um die anderen zu überzeugen. Die Kreaturen, die wir und Auni Käfer nennen, könnten in Wirklichkeit Reisende aus einer anderen Dimension sein. Ja, das leuchtet mir ein. Eine andere Dimension? Und was wollen sie von uns? Vielleicht stirbt ihre Nahrung. Oder vielleicht hat sich dunkle Magie in ihre Dimension eingeschlichen. Die Möglichkeiten sind endlos. Es ist so aufregend. Ich werde versuchen, ein paar Käfer zu finden, die ich später untersuchen kann. Wir sollten uns aufteilen und jeder ein paar finden. Okay. Es ist immer eine Freude, dein lächelndes Gesicht zu sehen, Gameplayerin. Dank deiner fröhlichen Ausstrahlung fühle ich mich gleich ganz energiegeladen. Doch, das habe ich schon mal öfter gehört. Gut, also die Bücher können wir jetzt noch nicht zurückbringen. Aber ich weiß auch nicht, wo ich jetzt das letzte Buch herkriege. Das ist natürlich... Eins in der Nähe der Phönixstatue habe ich gefunden. Boah, ich muss mir tatsächlich das Video nochmal angucken. Also, nennt mich von mir aus verpeilt oder sonst was, aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß es absolut nicht mehr. Normalerweise sollte dann ja drinstehen, wer das Buch hat, aber ich kann mich noch dran erinnern, aber das haben wir ja schon abgeschlossen, dass es hieß, dass der eine Typ die hatte, das haben wir ja schon geholt, das waren ja die Geschichte der Pflanzen, die Schätze, das war ja die Sache mit der Gina, das haben wir ja jetzt gefunden unterwegs. Aber ich habe keine Ahnung, wo es das dritte Buch war. Oder wer das haben sollte. Oder ob es jemand haben sollte. Oder ob ich das suchen sollte. Deswegen können wir das Ganze jetzt leider nicht abschließen. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Oder wir machen es so, dass ich hier gerade mal einen kleinen Cut mache. Mir die Aufnahme nochmal angucke. Und wir dann gleich zusammen nochmal gucken, ob ich das dann in dieser Folge noch machen kann. Ich sag mal bis gleich. Also ihr Lieben, es hat ein bisschen gedauert, aber ich weiß mittlerweile wieder, was ich machen muss. Allerdings kann ich das wohl leider nicht in dieser Folge machen. Obwohl, habe ich da eine eigene Quest für? Das ist eher, ne? Ah ja, drei Stück brauche ich. Ah, sehr gut. Das wollte ich nämlich wissen. Können wir hier irgendetwas wegmachen? Lass den Kuchen fallen. Warten Sie ab, wie es mit der Gartenarbeit läuft. Das nehmen wir mal raus und machen dann dafür seins rein, weil der Auni nämlich wollte, dass ich seiner Mutter helfe mit dem Knoblauch. Und entsprechend, ich weiß nicht, nee, die haben nur Samen, nee, die haben auch Knoblauch so. Ich kaufe jetzt mal zwei Knoblauch noch, damit es einfach schneller geht. So, zurück zu Auni. Der ist... Oh Gott, schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Bleib bloß stehen, Auni. Ich hack sonst deine Käfer alle kaputt. Mit meiner... Ich bin gar nicht mit der Spitzhacke dran, sondern mit dem... Oh nein, 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 nein. Du musst das noch schaffen. Bitte, 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 bitte. Ich will das noch in dieser Folge abschließen. Haltet den Auni auf. Der darf bloß nicht durch die Tür gehen.
Du Idiot, rennst in die falsche Richtung, oder? Oh nein. Tut er nicht. Oh nein, 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 nein. Auni, warte auf mich. Bitte, 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 bitte. Noch steht er da. Bleib stehen. Oh. Der heutige Tag ist perfekt für ein Abenteuer. Also eigentlich trifft das auf jeden Tag zu. Aber der heutige Tag ist besonders gut. Ich habe deinen Knoblauch. Du hast den Knoblauch, wie schön. Und wie versprochen, hier das Buch. Ich habe es übrigens zu Ende gelesen. Am Ende ist Jayne mit dem Mädchen zusammengekommen und hat den Bösewicht besiegt. Wer hätte das kommen sehen? Alle, die Bücher schreiben. Hatten du und Nayu Spaß bei den Ruinen? Ach, er will mich nicht, noch immer nicht mit hinbringen. Er meinte, dass Bauernjungen wie ich nicht mit den Schwertern gegen Monster kämpfen sollen. Und dass wir sowas Rittern überlassen sollen. Und dass ich eigentlich alt genug sein müsste, um das zu wissen. Wow, was that a dragonfly? Ja, das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Aber natürlich kann ich jetzt die Quest nicht abgeben, weil sie am Schlafen ist. Ja, es hat leider viel zu lange gedauert, um mal eben reinzugucken. Schade, schade, schade. Aber ich betrachte... Das ist so ein grüner Käfer. Den habe ich, glaube ich, schon mal gehabt. Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke ja immer mal wieder zwischendurch, ob ich die schon hatte oder ob ich die nicht hatte. Und ob ich die entsprechend dann nochmal holen kann. Also ich glaube, ich hatte jetzt alle Blumen, die auf dem Weg waren, habe ich jetzt mitgenommen. Ja, es tut mir leid, ihr Lieben. Wir können das Ganze leider in dieser Folge noch nicht beenden. Aber wenn ich daran denke, machen wir das auf jeden Fall direkt in der nächsten Folge zu Beginn. Ich werde mal schauen, dass ich mal so ein Fass aufstelle und hoffe, dass ich dadurch tatsächlich gut Punkte bekomme. Und hoffe, dass ich da wirklich nur Kartoffeln für brauche, weil Kartoffeln habe ich halt immer. Und ja, wenn ich jetzt aber noch irgendwas dazu bräuchte, dann wäre das schlecht für mich. Ja, ich bin etwas geschockt. Ich bin jetzt eigentlich nur ins Haus gegangen, um meine Sachen loszuwerden. Da steht Hassian plötzlich vor der Tür und jetzt nehme ich noch mal kurz einen Clip auf, damit diese Quest nicht einfach so abhaut. Ich habe dich offensichtlich unterschätzt. Hallo Hassian. Hallo. Bei unserem letzten Gespräch habe ich dir unterstellt, dass du keinen Beitrag im Dorf leisten würdest. Damit lag ich falsch. Warum bist du so gemein zu dir? Mach dir keine Sorgen. Ich schätze deine Liebenswürdigkeit. Ich habe mich in meinen Gefühlen getäuscht. Entschuldige bitte. Was ist passiert? Ich habe dir ja bereits gesagt, dass die Chapas eine Bedrohung für Kilima sind. Was ich dir nicht gesagt habe, ist, wie sie entstanden sind. Kenli hat sie hierher importiert, als er Bürgermeister wurde, um Haustiere zu werden. Natürlich entkamen sie und begannen, sich ungehindert fortzupflanzen. Ich habe ihnen vergeblich darum gebeten, etwas dagegen zu unternehmen. Vor ein paar Tagen hat er ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, um eine Chapa-Party zu veranstalten. Er will die Kreaturen feiern. Das klingt spaßig. Das regt dich ganz schön auf, was? Ich frag mal, das regt dich ganz schön auf, was? Natürlich tut es das. Die Chapas sind eine Plage, die ausgerottet werden müssen, nicht gefeiert. Jedenfalls war mein Frust fehl am Platz. Ich weiß doch, dass du mit der Chapa-Bedrohung nichts am Hut hast. Hier, das wird dir helfen, dich der wahren Bedrohung zu stellen. Mögest du nie dein Ziel verfehlen. Back to my business. Okay. Und weg war er wieder. Hassian, hau doch nicht einfach ab. Was hat er mir denn jetzt gegeben? Ein Fisch? Ach nee, Moment. Den hatte ich vorher schon gefangen. Moment, die Bücher hatte ich doch vorher schon. Was hat er mir denn jetzt gegeben? Er hat mir doch gar nichts gegeben. Die beiden, die drei Bücher, das sind die, die ich abgeben muss? Hä? Ach nein, ich glaube, er hat mir gewöhnliche Pfeile gegeben. Ich müsste mir das nochmal auf der Aufnahme angucken, aber ich glaube nicht, dass ich 94 vorher gehabt habe. Ja, cool. Danke, Hassian.
Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Und wie gesagt, die nächsten Quests machen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.